neuer Tag, neues Glück. Ich bin ausgeschlafen und bestens gelaunt. Heute bin ich mit dem Hund unterwegs, deswegen hechelt es in meinem Rücken. Und dann habe ich das hier gefunden. Der ist interessant, weil er nämlich einen rot überhauchten Stiel hat. Ausgebuchtet angewachsene Lamellen. Aha. Und eine schuppige Oberseite. Richtig so mit so kleinen Bubbles drauf. Tja, ich täte sagen, es handelt sich um einen Holzritterling. Und zwar um einen rotschuppigen vielleicht. Würde ich jetzt mal so einen raushauen, aber ich weiß es nicht ganz genau. Er ist auch ein bisschen vertrocknet. Aber da muss die Recherche im Nachgang muss da helfen. Aha, guck mal, man sieht am Hutrand, dass der so eine leichte Riefung hat hier. Haben das alle? Nee. Gut, wir müssen erst den Hund ein bisschen abarbeiten und dann haben wir mehr Ruhe beim Filmen. Bis gleich. Ist mir leider schon quasi in die Hände gefallen, aber interessanter Fund hatten wir dieses Jahr noch gar nicht. Das ist ein Röhrenpilz mit dunklen Röhren und einem äußerst dunklen Stiel. Und einem Hund, der ruhig ist. Ruhig ist. Und er hat eine braune Oberseite. Tja. Und hier unten am Stielende ist er so ein bisschen heller. Um nicht zu sagen weiß. Das hier ist Porphyreus, der düstere Röhrling. Gar nicht so häufig zu finden, der Kandidat hier. Deswegen bleibt er auch hier. Den wollen wir nicht mitnehmen. Ist, glaube ich, sogar ist essbar, aber nicht wirklich irgendwas für die Pfanne. Aber den lassen wir da. Der sporentisiert hier aus. Und dieser Hund hier bekommt gleich eine kurze Leine. Bis gleich. Er meint es nicht böse. Aber er hat sich gerade auf meine Cortinarie gelegt. Jetzt hat er sie auch noch umgehauen. Mann, echte. Ist es denn eine Cortinarie? Ja. Man muss die mit Samthandschuhen anfassen. Hier im Moos nah am Wasser. Ich riech mal dran. Ich rieche jetzt gerade. Doch, warte mal. Kleines bisschen Rettich, aber ein Rettichgürtelfuß ist es definitiv nicht. Aber irgendein Gürtelfuß, würde ich sagen. Also die Cortinarien, die bleiben schwierig. Ich habe den Schock von gestern noch nicht verdaut, deswegen... Ja, bleib da. Denk das mal an. Ah! Ich bin total verknotet und der Hund auch. Und eigentlich nur deswegen, weil ich seit langem mal wieder einen Steinpilz gefunden habe, der jetzt aber da unten liegt. Weil wir einen Knoten generiert haben. Ah! Aus dem ich wahrscheinlich so schnell... Ah doch, jetzt komme ich raus. Ja, wir haben einen Steinpilz gefunden. Gerade eben stand er noch. Der ist jetzt nur quasi durch unsere Dummheit den Berg hinabgerollt worden. Was bist du für ein Steinpilz? Bist du überhaupt ein Steinpilz? Knackiges Exemplar. Natürlich ein wenig drüber. Oder ist schon. Nee, ist der geschimmelt? Also den nehme ich auf keinen Fall mehr mit. Aber wir sind auf der richtigen Spur heute Morgen. Schönes weißes Stielnetz. Die Röhren sind schon ein bisschen durch, aber er ist noch richtig knackig. Ich glaube, der hat nicht eine einzige Made, dieser Pilz. Aber der bleibt da. Der ist mir schon ein wenig zu über. Ein Steinpilz am frühen Morgen. Mit Knoten. Weiter geht's. Aha, den hatten wir auf unserer Reise gestern. Aua, Piekse. Heute noch nicht, glaube ich. Auch ein Wulstling. Und der müsste natürlich auch eine geriefte Manschette haben. Hat er auch. Es ist doch ein Perlpilz. Ich dachte eigentlich, es wäre ein grauer Wulstling, aber ich glaube, ich nehme alles zurück. Wir brechen einfach mal den Stiel unten ab.
Ha! Hatten wir doch schon. Also ich bin schon an ganz, ganz vielen Perlpilzen heute vorbeigelaufen, die habe ich auch nicht mehr gefilmt. Aber richtig knackige Exemplare, die richtig schön bollig aus dem Boden rauskommen und sicher unvermatet sind. Aber ich dachte, es wäre ein grauer Wulstling. Nein, es ist ein Perlpilz. Weiter geht's. Ein weiterer Fund im düsteren Wald. Oh, der ist hart, der Pilz. Der ist richtig hart. Oh, ah, okay. Da bin ich von was ganz anderem ausgegangen. Aber der Pilz selbst macht mich klüger, wenn man ihn von unten anschaut. Das hier hat man noch nicht. Das ist definitiv ein Schwarztäubling, aber das ist nicht der dickblättrige, sondern das ist der dichtblättrige Schwarztäubling, würde ich sagen. Relativ frisch. Ich riech mal dran. Riecht irgendwie nach Weihnachten. Nee, Moment. Der riecht nach Keller. Der riecht irgendwie nach Keller. Nicht nach Kartoffelkeller, aber irgendwie nach Keller. Ja. Ein weiterer Fund auf unserer Liste. Und heute geht's hier lang. Wenn wir Glück haben, treffen wir Björn und die Pilzlehrschau irgendwo da oben im Wald, weil die tapern hier nämlich auch als durch. Und dann erschrecken wir die, springen wir aus dem Wald raus und werfen mit Dickschalen und Kartoffelbewisten nach ihnen. So machen wir's. Weiter geht's. Im Sonnenlicht angestrahlt, majestätisch. Dieser Pilz hier. Ist der nicht schön? Der ist ganz lackig obendrauf und glänzt. Und wenn man den abmacht und zu Hause hinstellt, dann bleibt er genauso. Sieht wunderschön aus, sein Leben lang. Das ist der ET-Pilz, wie man sehen kann. Ich würde sagen, ich spreche ihn an als glänzenden Lackporling. Es gibt ja auch noch den dunklen Lackporling und den, was gibt es noch für Lackporlinge? Hä, wie heißt der? Der Malerpilz. Lila-Lackporling? Nee, egal. Das hier, würde ich sagen, ist der glänzende Lackporling. Ein wunderschönes Exemplar. Bleibt aber da. Hatten wir den schon auf unserer weiten Reise? Ich glaube, hatten wir den schon? Ich weiß nicht genau. Kein Filzröhrling, oder? Oder doch? Erbläut. Er hat einen braunen Stiel, der so überfasert ist, ein bisschen. Gelbe Röhrenmündungen und gelbe Röhren, wie man sieht. Tja, ich würde sagen, das ist ein stattlicher Maronenröhrling. Was würdet ihr sagen? Habe ich recht oder nicht? Wenn es gleich bimmelt auf meinem Kanal, hatte ich Unrecht. Bis gleich. Hatten wir den schon? Ich würde sagen, das ist ein. Jo, den hatten wir schon. Das ist der Steinpilzverwechslungspartner. Und nochmal für alle, die irgendwie da Probleme haben, also vom Gewicht her. Man merkt es schon allein vom Gewicht, dass das kein Steinpilz sein kann, weil der Stiel ist viel zu leicht für einen Steinpilz. Der Hut ist schwerer. Der würde so kippt so um. Ja, ein Gallenröhrling bleibt natürlich im Habitat. Was sagst du dazu, Charlie? Ja, so machen wir es. Wenn ich recht habe, dann habe ich da vorne vor einer Woche Flockys stehen lassen, kleine. Wenn wir Glück haben, finden wir die gleich noch. So ist der Plan. Und dann drehen wir um. Ich habe so viele Pilze gefilmt in den letzten Tagen. Mir raucht ein bisschen die Birne. Jetzt muss ich was anderes machen, Schlümpfe zählen oder irgendwas in der Richtung. Bis gleich. So, einen haben wir noch, einen hauen wir noch raus. Und dann bin ich durch mit dem Thema. Da machen wir es kurz.
Der ist ziemlich wabbelig, der Pilz. Und wenn man drauf drückt, wird er braun. Und der ist so eiergelb und wächst an toten Stümpfen. Das ist ein Nadelholz-Braunporling. Früher auch als Kiefern-Braunporling bekannt gewesen. Mittlerweile hat man festgestellt, dass der nicht nur in Kiefer wächst, sondern in allen Nadelgehölzen. Und wenn ich Glück habe, kann ich euch was zeigen da oben. Ja, genau. Das ist der Nadelholz-Braunporling von letztem Jahr. Dann sieht der so aus. Ja, wenn man so Leichen sieht, so braune im Wald, dann war es meistens ein Nadelholz-Braunporling oder vielleicht sogar ein Schwarztäubling. Aber die sehen ein bisschen anders aus. Und damit verabschieden wir uns von diesem Pilz und ziehen weiter. Hinter mir ist eine Wandergruppe von gefühlt 100 Leuten, deswegen wundert euch nicht. Aber den Geräuschpegel, aber diesen Pilz hier, den hatte ich euch ja letztens schon mal versprochen. Habe ihn aber nicht mehr gefunden. Hier haben wir die gleiche Situation wieder unter diesem Weg hier. Man kann das ganz schlecht erkennen, aber hier sieht man es ein bisschen. Der ist mega geschottert hier. Auch mit Kalkstein. Das ist eine Sackgasse hier. Da steht es auch. Sackgasse, warte mal, kann ich das euch einblenden, ohne dass ihr den Rest seht? Nee, kann ich nicht. Das ist eine Sackgasse, aber die ist geschottert. Und dann finden sich aparte Pilze hier. Ich stehe zum Beispiel schon auf dem Pfifferling drauf, glaube ich. Nee, das sind Schottersteine. Das hier ist der fleischrote Galeertrichterling. Den hatte ich euch letztes schon mal versprochen. Früh im Jahr, würde ich sagen. Aber auf meinem Lieblingsschotterweg ist alles drin. Hier stehen dann normalerweise ganz viele Schopftintlinge am Rand. Und den Weg gehen wir jetzt hoch, auch wenn es zu Sackgasse ist, dann laufen wir wieder runter. Aber das macht mir Spaß. Dieser Weg, den liebe ich. Alle hopp. Und wenn man die rauspuppelt, die Dinger, dann sind die ein bisschen wie Gummi. Immer so Bölle, Bölle, Bölle. Ganz typisch. Kann man, glaube ich, sogar roh essen, wenn mich nicht alles täuscht. Fleischroter Galeertrichter. Charlie, willst du einen Pilz haben? Nein, er will keinen Pilz haben. Der bleibt da. Weiter geht's.